So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Foundry. Ja, wir sind heute mal alleine unterwegs, so ohne Stream. Das ist also sneaky peaky hier. Ich hatte nämlich ein bisschen Lust, weiterzuspielen, ein paar Sachen zu machen. Aber jetzt nicht zu streamen, es ist sehr warm. Und ja, jetzt extra den Stream für eine Folge anwerfen, wollte ich nicht machen. Von daher spielen wir einfach zusammen. Wir haben ein bisschen, hier mit der Raumstation weitergemacht. Wir haben inzwischen die Verkaufsplattform und die Drohnenreparaturrampe, weil die anderen Sachen schneller gehen. Ich baue gerade das Solarmodul. Hier ist übrigens die Ansicht der Raumstation. Ja, langsam schon vollwertig und gebaut. Wir sehen, wir haben unsere ersten Verkäufe gemacht. 100 Wartungsdrohnen, 500 Firmalitstangen. Das Problem ist, diese Firmalitstangen und Baudrohnensachen sind super langsam. Ich weiß nicht, ob man davon mehr bauen kann, aber hier liegen jetzt 500 Stangen drin. Nicht? Ich kann also sagen, wir öffnen das, zack. Und so sehen sie aus. Firmalit glänzt richtig, wow. Hier komme ich irgendwie nicht weiter. Das heißt, wir müssen nach oben. Zicki zacki. Da sind die Firmalit-Dinger. Und damit werden unsere ersten Level 4 Forschungspakete gebaut. Wir haben es gepackt. Ja, BB und ich haben gerade da auch noch irgendwie einen kleinen Monolog gehalten, dass es sich nicht gut anfühlt, jetzt zu handeln und an der Mission vorbeizuarbeiten. Aber ich finde es schon sehr gut, weil wir so endlich Fortschritt machen und vorankommen und vielleicht gleich die ersten Forschungspakete rauskommen. Noch ein paar Sekunden. Na, ich glaube, jetzt können wir schon in Stellung gehen. Ich weiß, warum sie nicht rauskommen. Tada! 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 Und damit haben wir unsere ersten vier Forschungspakete. Laufen jetzt nach hier in die Forschungsserver rein. Level 5 haben wir auch schon vorgesehen. Dann müssen wir halt nur anbinden. Zack, das erste Paket ist drin. Sehr gut. Es geht voran, würde ich sagen. Oha, hier fehlt Boden. Ja, unten lasse ich noch ein paar Sachen herstellen. Wir haben 2374 von den, Förderbändern. Boah. Dann machen wir noch 100 Rampen, 100 Eingänge und 25 jeweils von den Verteilern und Stromsachen. Ich glaube, dann haben wir es erstmal für eine Weile. Und dann müssen wir warten, bis wir genug Forschungspakete haben. Die hängen natürlich davon ab, wie viel wir da drüben reinhandeln. Und ansonsten ist alles fertig, nicht? Die Baudrohnen werden nach und nach verkauft, werden nachproduziert. Hier kommt immer ein einzelnes Schiff. Das haut 250 rein, da kommen 250 raus. Hier kommt ein einzelnes Schiff, liefert 250 ab. Ist ein bisschen wenig. Könnte ich denn noch eins bauen, ist die Frage. Wo sehe ich denn, wo das Limit ist? Maximale Verbindung. Maximale Anzahl gab es doch irgendwo. Wo stand denn das?
Irgendwo stand, man kann Sachen nur einmal haben. Erfordert Fundament. Ja, vielleicht brauchen wir mehrere davon, aber ist natürlich auch dumm, weil die so riesig sind. Finde ich auch irgendwie nicht so geil. Maximale Verbindung. Die Solarmodule können wir inzwischen auch bauen, stimmt, aber da warte ich auf die großen. Was wir jetzt bräuchten, ist eigentlich diesen Scanner. Wo ist denn der gewesen? Es gab so ein Scanner-Array. Den da. Da fehlt uns nur Beton. Ja, das kriegen wir easy. Da drüben sehe ich schon den Beton. Hier sehe ich den Beton. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Schaffen wir es? Oh. Ich war schon drauf. Wo ist denn... Habe ich eine Leiter dabei? Ich mach das mal. Weil ich hier echt oft runterfalle. Dann kommen wir immer wieder hoch. So. Eine Rampe brauchen wir noch. Zack. So. Dann kann ich da immer runterfallen und hier wieder hochkommen. Weil so oft, wie ich da schon runtergefallen bin, nicht? So wie jetzt. Und, sag mal, was hat der für Füße? So, jetzt haben wir's. Zack. Können wir herstellen. Ist ein modulares Gebäude. Gut, wir haben ja die Baumaterialien. Das ist nicht das Problem. Wir haben 25.000. Viel zu viel. Wie lange brauchen die noch? 82%. Ja, wenn die fertig sind, würde ich weiterbauen, nicht wahr? Weil dann können wir die Laderampe-Erweiterung machen. Diese Ausrüstung kann unendlich fortgeführt werden. Die auch. Ah. Das heißt, wir können das hier mehrfach machen und das hier mehrfach machen. Das hier nicht, oder? Okay. Das heißt, da können wir die Sachen mit erhöhen. Okay. Das heißt, aktuell sind da nur 250 und 500 drin, aber wir können hier einfach Solarmodule erweitern. Wir können die Laderampe erweitern. Und dann geht das. Die brauchen immer 20, die geben 25. 90. Dann müssen wir uns dieses Dings hier nochmal holen. Für modulare Gebäude. Weil dieser Scanner kann irgendwie permanente Erzvorkommen und erweiterte Erzvorkommen finden. Und das sollten wir auf jeden Fall bauen. Die Frage ist halt, wo? Ich würde fast sagen, hier oder eigentlich hier. Ich meine, da drüben sind welche. Vielleicht auch da doch eher. Ja, gehen wir mal darüber. Das macht auch Sinn. Vielleicht hier drauf?
Ups. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist mal die Forschung anwerfen. Und ich würde sagen, als erstes Firmalitschmelze, oder? Flüssiges Firmalit wird zu Firmalitblech. Okay. Aber Firmalit-Dings können wir nicht herstellen. Interessant. Batterie, Solarmodul. Tiefenpumpe, Effizienz. Die fortgeschrittene Stahlproduktion. Das heißt, wir brauchen demnächst mehr Stahl. Jetpack-Tempo, Ignum-Brennstäbe. Ich bin eigentlich für die Effizienz. Da brauchen wir 500 davon. Brennofen kann Sachen zerstören. Haben wir auch nie gebaut. Gewächshaus für Biomasse. Warum? Was haben wir hier? Logistikcontainer. Herstellungstempo. Inventarplätze. Bergbaulaser. Oh ja, der. Da wird losgedüst. Das können wir mal erforschen. Das ist was Sinnvolles. Ja, bauen wir den hier neben. Also der braucht auf jeden Fall Strom. Braucht der ein Fundament? Wir können mal gucken. Nee. Doch. Erfordert ein Fundament. Weil hier ist nicht genug Strom, glaube ich, dran. Wie groß ist denn das Ding? Das ist vielleicht auch interessant. Habt ihr noch gebaut? Der Beton ist auf jeden Fall weg. Wo ist er? Ach, der wird erst gebaut, wenn alles andere gebaut ist. Oh. Okay. Ja, dann. Wow. Ja, dann baue ich ihn einfach hier hin. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe so viel in die Pipeline gepackt gestern. Und das hat so lange gedauert. Ich habe das Spiel gerade, glaube ich, eine halbe Stunde vorher einfach laufen lassen. Und das ist einfach nichts bei rumgekommen. Wow. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie groß er ist. Ich weiß nur, er braucht ein Fundament. Na gut. Ich meine, er kann jetzt seinen eigenen Stromanschluss kriegen. Strom haben wir ja. Ist ja auch kein Thema. Außerdem hat der Block mich hier schon lange gestört, also kann auch weg. Na, mit dem Bergbauding wäre es besser. 12% erst. Da würde sowas hier zack, 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 zack gehen. Das ist zumindest die Hoffnung. Gleich ist das meiste durchgebaut. Aber dann haben wir auch hoffentlich ein bisschen Vorrat wieder. Ich denke auch, wir haben nicht mehr so große Sachen. Viel Flüssigkeiten haben wir, glaube ich, eher vor uns. Aber da hinten liegen tausende Rohre rum. Die Sachen, die uns ständig fehlen, die haben wir ja nur nicht automatisiert beim Bauen. Könnte man natürlich auch machen, dass man ein Lager damit hat mit Level 2 Förderbänder. Aber warum sollte ich das haben? Ich kann ja immer nebenbei, anstatt Leerlauf haben, welche produzieren. Oh. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Man sieht, habe ich nicht gemacht.
Aber so ist es halt. Ich habe hier eine kleine Fliege, die mich ärgert. Dass die immer gegen die Nasen fliegen oder genau auf die Hände. Als ob es nicht tausend andere Stellen gibt, wo die gerade eher sein könnten. Naja. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen sterben. Die haben einen Lemmingetrieb oder sowas. Oh, jetzt ist er fertig. Wahrscheinlich ist er riesig gigantisch. Und das reicht dir gar nicht, was ich gemacht habe. Weil der, wenn der so groß ist wie das andere Zeug, dann haben wir echt ein Problem. Aber ich glaube, der war nicht so groß. Ich hatte den zumindest früher mal gebaut. Na, kann sein, dass er überarbeitet wurde. Werden wir ja gleich sehen. So, die letzten Dinger werden abgebaut. Wir brauchen ein Fundament. Ich sag erstmal, ja, zwei Abstand. So, und dann gucken wir mal, was das Ding uns bringt an Größe. Oh, doch sehr groß. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Breite reicht, oder? Ah, eins breiter, aber Länge passt noch nicht. Okay. Das soll passieren. Wir müssen hinten die Forschung weitermachen. Beziehungsweise den Ausbau der Station. Oh, nur noch 16. Reicht das für eine Ebene noch? Genau für eine. Okay, dann müssen wir neue holen. Die sind ja ein Stockwerk nur drüber. Und davon haben wir hunderte. Sogar tausende. Immer noch. Dank ist denn das Ding? Echt noch länger. Okay. Dann machen wir es einfach so lang wie das Gebäude, dann passt das zumindest visuell. Ich hoffe, das würde jetzt klappen. Ja. Okay. Zwei. Zwei, ja. Zwei, ja. Zwei. Ey, wir haben es perfekt hingesetzt. So, modulares Gebäude. Was braucht das Ding denn? Scanreichweite 40 Quader. 2 Quader pro Sekunde. Scan-Modul. Tempomodul. Distanzmodul. Ah, okay. HSN-Aufsatz. Das würde reichen. Bräuchte wie viel? Jetzt bin ich mal gespannt. 6000 Baumaterial. 7000. Ja, komm, das haben wir. Distanz 55 Quader. 70 Quader. Ja, komm, 85. 100. Ich weiß gar nicht, was 100 sind. Das ist ein HSN. Das kann nur einmal ran. Okay. Das können wir eigentlich aber runternehmen. Eine Sekunde pro Quader ist okay. 11.000 Baumaterial. Boah. Wichtig ist die Reichweite. Ich weiß nicht, 100? Meinen die damit diese kleinen Dinger? Oder aus wie vielen besteht denn das? 10, nicht? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10, 20, 30, 40, 80, 90, 100. So eineinhalb Dinger, nicht? Zweieinhalb Dinger.
Ja, das wäre okay, nicht? Das wäre bis hier. Das wäre bis hier. Ah, das wäre gerade so vielleicht mit drin. Eins, zwei, ja. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Wenn nicht, reißen wir ihn wieder ab. Was das Ding braucht, ist aber auf jeden Fall Strom. Den soll es kriegen. Wir haben ja noch Stromsachen hier übrig. Klong, klong, ran da. Und das geht nicht. Doch, das ginge. Machen wir das doch. Zack. Noch ein. Zack. Und ran. Wie viel Strom brauchen das Ding? Stand das dabei? 500 kW. Ja gut, hier kommt 500 MW an. Ja. 5 MW. Das reicht locker. Bergbaulaser 44% erst. Ja, das wird noch dauern. Okay. Jetzt lasse ich die erstmal das hier bauen. Bevor ich das alles liefern lasse an die Raumstation. Die Raumstation funktioniert hier grundsätzlich erstmal. Da können wir ja nur die Kapazität erhöhen. Und das eilt nicht, würde ich sagen. Hier ein bisschen Abstand. So. Sehr schön. Wir gucken auf Fortschritt. Okay, 3%. Das heißt, die bauen auch schon, während sie liefern. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich praktisch. Kann ich eigentlich mal den ganzen Mist wegbringen, nicht wahr? Wir haben sogar genug Firmalit. Das heißt, eigentlich bringt uns das Verkaufen gerade gar nichts. Weil es einfach voll ist. Ja. 24.000. Wir haben einfach viel mehr, als wir brauchen. Das ist okay. Ja, dann können wir das doch schon in Auftrag geben. Oder machen wir erstmal nochmal das? Ich glaube, die Module sieht man auch gar nicht mehr dann. Auch wenn die unendlich erweiterbar wären, nicht wahr? 25 Megawatt, danach hätten wir 50 Megawatt, wären zweimal das. 60, 70, 75 danach. Ja, ich glaube, wenn wir drei machen, können wir vier Laderampen machen. Und jetzt können wir natürlich auf Menge gehen, nicht? Und dann können wir nochmal eine zweite Fabrik irgendwo bauen. Dann alles hierher liefern lassen. Weil das Problem ist natürlich die Dings zu bekommen. Die Grundmaterialien, die haben wir nämlich jetzt gerade nicht. Beton war hier, glaube ich. Der Rest, den brauchen wir. Ich könnte noch mal Platten. Brauche ich aber auch nicht. Stahl haben wir auch noch. Was würde uns fehlen? Polymerplatten. Ja gut, haben wir ein paar da. Glas, Rohre. Oh. Ui, ui. Uch, Leute. So, willst du mit uns reden? Nö, keine Aufgaben. Der will auch nicht mit uns reden. Dann ist es halt so.
Ja, das heißt, eigentlich müssen wir das Verkaufslager ja nicht mal erweitern. Weiß nicht, ob man noch neue Sachen für die Raumstation erforschen kann. Glaube aber nicht. Das wäre natürlich cool, wenn man da noch wesentlich mehr Module dann anfügen könnte. Oh. Hier kann man gucken, was macht die Forschung. Ja, Level 4 ist ein bisschen sogar auf Vorrat da. Guck mal. Ich dachte nicht, dass die schon da sind in der Menge. Aber sind sie. Die beiden Äußeren haben mehr. Viel mehr hat der hier. Okay, aber warum? Der ist klar, der geht direkt dran. Der teilt sich und der teilt sich nochmal. Aber du hast ja gar keine Priorität. Und da ist doch nur noch einer. Dann kriegst du Priorität. Ja, hier ist doch nur einer. Und in der Mitte sind zwei. Dann kriegen die jetzt Priorität. Wo soll die Leiter hinführen? So, gib mir jetzt meinen Bergbaulaser. Wie viel haben die denn auf Vorrat da drin? Ist ja auch wichtig. Drei immer, ne? Ah, okay. Ja, die Zwischenstufe hätte ich auslagern sollen. Dann wäre das Forschungsding einheitlich. Ah, gut. Steckt man nicht drin. Also irgendwie schon. Kein Baufortschritt, weil die Baumaterialien nicht hingeliefert werden. Okay. Macht aber auch Sinn. Macht aber auch Sinn. 1000 Drohnen. Das Einzige, was wir machen könnten, ist hier die Menge erhöhen. Aber ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist schon okay. Oh, was fehlt denn hier? Hier fehlt irgendwas. Energiezellen, kann das sein? Oh oh. Oh oh. Warum fehlen Energiezellen? Okay. Ich hätte zumindest gedacht, dass bis hier welche sind. Leer. Was fehlt dir? Dass du arbeitest? Ich meine, Strom haben sie. Das braucht eine Energiezelle. Xenophyritplatten. 3. Hier sind 9 drin. 6 elektronische Komponenten sind drin. Glas ist drin. Olomitsäure. Olomitsäure ist alle. Okay. Olomitsäure ist alle. Jo.
Monomitsäure ist alle. Warum? Weil Wasser nicht reinkommt. Okay. Wasser. I don't verstehe. Nein, du hast genug Wasser. Olomitsäure brauch. 16 Igniumpulver ist da. Olomitgas ist nicht genug da. Wasser ist genug da. Okay, Olomitgas ist nicht genug da. Puh. Ich glaube, ganz am Ende der Kette haben wir ein Problem. Olomitgas, Olomitgas. Hier ist Wasser alle. Das ist das Problem. There's no water. Und haben wir hier eigentlich zwei? Okay. Das heißt, du kriegst nicht genug Wasser. Ja. Und das liegt an was? Ich meine, hier kommt ja gar kein Wasser rein anscheinend. Kein Strom. Okay, das fehlt hier. Okay, wo ist jetzt der Fehler? Hier Strom. Ich meine, hier waren wir ewig nicht mehr. Du hast keinen Anschluss. Mehr kann das sein? Das sieht stark danach aus. Wow. Okay, wann ist denn das passiert? Muss ja ewig her sein. So lange hat das gehalten, jetzt fließt es wieder rein. Krass. Und deswegen sind die Energiezellen ausgelaufen. Oh, das ist natürlich scheiße. Aber es hat gereicht, um vorne 10.000 Drohnen oder sowas herzustellen. Okay, grundsätzlich läuft das jetzt positiv raus. Die verballern alles. Aber hier geht's auf jeden Fall hoch. So, kurz runter und dann kommt die nächste Fuhre und dann geht's wieder hoch. 3, 2, 1. Bergbaulaser, sehr gut. 609. So. Das heißt, das Zeug... Oh. Kommt jetzt wieder hier an. Die arbeiten auch wieder. Wow. Okay. Das ist natürlich blöd, dass das leer gelaufen ist. Das wird jetzt sich nicht mehr erholen, wenn wir Pech haben. Außer wir verkaufen nichts mehr. Gut, irgendwann, wenn alles erstmal ist, wird es passen. Ich meine, bei den Drohnen ist jetzt auch nicht so relevant. Wir können noch mal gucken im Lager. Ist es nicht mehr? Ja.
Keine Energiezellen, keinen Nachschub. Aber ihr seht, wir haben so viel vorproduziert gehabt. Ich weiß nicht, wie viel auf diesem Ding hier liegen. Ja, haben wir hier 1000 drin. Und die nehmen wir mal irgendwie nur 150 oder 250 mit. Wir haben eh genug Firmalit. Ja. Nur für die Forschungspakete, nicht? Da ist es blöd. Bereits aktiv, ist immer noch nicht gebaut. Aber wir können mal den neuen Bergbaulaser ausprobieren, oder? Energiezellen. Wir brauchen 15 Energiezellen dafür. 1, 2, 3, 4, 5. Die ersten drei gehen an uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So, wie viel haben wir? Genug. Bergbaulaser. Ding, 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 ding. Kann man die eigentlich auch wieder aufs Förderband packen? Kann ich ausgerüstet werden? Kann ich ihn einfach fallen lassen? Ablegen. Okay. Nicht so, wie ich gedacht hätte. Schade. Das heißt, ich müsste ihn hinten ins Lager dann packen. Hm. Okay, aber wir haben den Bergbaulaser. Jetzt bin ich mal gespannt, was der lasert. Ob wir da oben vielleicht die Sachen so ein bisschen besser wegbekommen. Okay. Sieht krass aus auf jeden Fall. Ne, kommen wir aber trotzdem nicht ran. So. Guck mal hier. Wesentlich angenehmer, oder? Ey, lass mich da hoch. Ich glaube, das sind diese Rundungen am Rand halt. Okay. Not, okay. So. Ah, butterweich. Und weg. Das geht nicht. Da können wir noch eine Ebene wegnehmen. Den kommen wir nicht ran. Auch nicht mehr. Reicht ganz knapp nicht. Okay. Vielleicht aber sowas hier. Habe ich gerade was in die Luft gejagt? Ne, oder? Komm ich da nicht rüber? Wir kommen da rauf. Okay, gerade drunter. Jawohl. Jawohl. Zumindest ein paar weg.
Die auch schön. Ja. Sieht jetzt nicht so aus wie, weiß nicht, im WoW irgendwas. Da hängt auch noch ein Einzelner, den kriegen wir auch noch weg. Wunderbar. Ja, die brauchen zu lang. Hier. Ich muss mal auf die Rohre rauf. Ist der Laser immer noch nicht fertig? Oh. Auch ganz schön lange, habe ich so ein Gefühl. Sag mal, komme ich nicht mal. Bin ich nicht gut dafür, hier rauf zu hüpfen? Ich brauche noch Jetpack. Allein für so eine Zweiersprünge. Das kann es doch nicht sein. Reicht nicht. Komme ich halt nicht ran. Aber schon aufgeräumter der Himmel. Bergbaulaser voraus. Falls wir wieder mal irgendwas wegjuckeln müssen, sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Ich weiß gar nicht, brauchen wir das andere Ding noch? Können wir ablegen gehen, oder? No. Oh, ich glaube, der Dings ist fertig. Er sieht zumindest fertig aus. Keine Netzverbindung. Oh, der braucht eine direkte Netzverbindung. Das heißt, das hier brauche ich gar nicht. Starten. Okay. Distanzmodule 5. Mindestens 1. Tempomodul, ja. Netz ist überlastet. Was? So viel verbraucht der? 3,6 Megawatt. Okay. Das ist natürlich unschön. Was scannt der jetzt? Kann man das auch sehen? Ach, wegen den Zusatzmodulen. 5, 6, 7 Module brauche 725 mal so viel wie 500. Oder was? 7 mal so viel wie 500. Gut, aber wir wollten eh zum Wasser nach hinten. Bedeutet sehr viele von den Dingern hier. Bedeutet sehr viele Platten. Dann würde ich sagen, ist das so unser nächstes großes Ziel, oder? Dass wir hinten nochmal den Strom verbessern, Solaranlagen vielleicht bauen. Dass wir die ja vielleicht als nächstes erforschen. Vielleicht mehr Inventarplätze. Wäre auch nicht schlecht. Was brauchen die denn? Das ist die Frage. Was brauchen große Solarmodule? Könnten wir die bauen oder brauchen die denn irgendwas Exotisches? Ich würde sagen, wir erforschen sie einfach, dann wissen wir das. Und hier ist voll. Da war voll. Ah, warte mal. Hier kommt jetzt lieber das Ding rein und die dann hier hin. So. Dann haben wir da noch was.
Warte, da hatten wir einen eigenen Container für. So. Dafür hatten wir einen eigenen Container. So. Und den Rest brauchen wir eigentlich immer. Und wenn wir nach hinten gehen, zum Strom, brauchen wir auf jeden Fall 2 Dampfturbinen und 2 Kessel nochmal. Megawatt, ja, das reicht. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal Wasser vorsehen. Also kann ich die Sachen doch mitnehmen. Wo habe ich sie gerade reingeworfen? Hier. Das heißt, unser Inventar ist super voll. Na, klasse. Platten. Und die wandeln wir in die Dinger um. So, 1100. Reicht das? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wir lassen die erstmal vorproduzieren. So. Wo ging's hoch? Da hinten hoch. Natürlich laufe ich wieder in die falsche Richtung. Dann würde ich sagen, ihr wisst, was wir geplant haben. Wir erweitern gerade die Basis. Zumindest erstmal um die Energie, falls wir da noch mehr anbauen wollen. Nicht, dann haben wir es. Dann brauchen wir nur noch das andere zu bauen. Und ich würde sagen, das war doch eine sehr erfolgreiche geheime Folge, die nur ihr, die gerade zugucken, dann sehen. Ich würde sagen, bis dann. Danke, dass ihr da wart. Und ja, mal gucken, wie es mit Foundry weitergeht. Falls noch eine Folge kommt, dann werdet ihr sie hier sehen. Ansonsten vielleicht sagen wir auch, Foundry ist langsam ausgefoundet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. Bis dann und tschüss.